Academy of Hallo ihr Lieben, heute soll es wieder um die letzten drei Bücher gehen, die ich gelesen habe. Ich blende sie wie immer hier um mich drumherum nochmal mit ein, dass ihr direkt hinspringen könnt, wenn euch ein Buch besonders interessiert. Und ja, ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier. Fuchsrot von Amber Auburn. Wobei das Wort Buch es vielleicht in dem Fall nicht richtig trifft. Das ist meine Kurzgeschichte, der erste Teil einer mehrteiligen Reihe. Ich glaube, ich rede mich hier im Kopf und Kragen. Wir nennen es einfach Buch. Dieses Buch umfasst nur kurze 80 Seiten und ist der erste Teil der Academy of Shapeshifters. Ja, Academy of Shapeshifters hieß sie. Und ja, es kommt jetzt wohl jeden Monat immer ein Teil raus. Es sind bis jetzt insgesamt drei Teile erschienen und Fuchsrot ist wie gesagt der erste Teil dieser Reihe. Und ja, so viel erstmal dazu. Ich komme jetzt aber erstmal zum Inhalt. In Fuchsrot geht es um die 15-jährige Lena. Lena wohnt in Deutschland und ist eine ziemliche Außenseiter in ihrer Schule, denn ihre Tante, bei der sie lebt, hat nicht sehr viel Geld, woraufhin sie natürlich auch nicht die tollsten Klamotten hat. Sie wird von anderen gehänselt und fertig gemacht und ja, Lena ist so, wie gesagt, so ein bisschen der Außenseiter. Sie liebt es, lange Waldspaziergänge zu unternehmen und Sachen in der Natur zu machen und ist mehr so ein Eigenbrötler und Lieber unter sich. Und ja, an ihrem 16. Geburtstag passiert dann etwas Merkwürdiges. Lena fühlt sich den ganzen Tag nicht gut und irgendwas stimmt mit ihr nicht. Und auf dem Heimweg wird sie von anderen Mitschülern quasi attackiert und angegriffen, woraufhin Lena in den Wald flüchtet und als sie wieder zu sich kommt, ist irgendwie alles anders als zuvor. Mehr möchte ich zum Inhalt an dieser Stelle gar nicht sagen, sonst verrate ich zu viel, weil dieses Buch, wie gesagt, hat nur 80 Seiten und wenn ich noch mehr erzähle, dann spoilere ich euch ja die Geschichte. Also das möchte ich nicht, deswegen mehr sei zum Inhalt von Fuchsrot nicht gesagt. Ich muss aber sagen, dass von der Handlung her hier in diesen 80 Seiten echt mega viel passiert. Also wir lernen Lena kennen, wir lernen ihre Tante und ihren Onkel kennen, bei der sie lebt. Wir erfahren, was mit Lena genau los ist. Dann gerät Lena in eine andere Welt als ihre und muss sich dort erstmal zurechtfinden und gucken, was ist jetzt eigentlich genau mit mir los, was passiert hier gerade mit mir. Und dafür, dass dieses Buch wirklich nur diese 80 Seiten hat, passiert hier in der Handlung wirklich wahnsinnig viel. Also wir haben jetzt hier nicht eine komplette Handlung von vorne bis hinten wie bei einem 400-Seiten-Roman. Also das natürlich nicht. Aber für die Anzahl der Seiten ist die Handlung wirklich schon echt viel, was da passiert. Und dadurch hatte ich das Problem, dass mir die Handlung an manchen Stellen ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also da hätte ich mir dann doch lieber bei manchen Szenen das umfassender gewünscht und detailreicher gewünscht, als es in diesem Buch ist. Aber wie gesagt, für die 80 Seiten passiert von der Handlung hier wirklich sehr, sehr viel. Und das ist echt schon der Hammer. Vom Setting her, wie gesagt, befinden wir uns hier am Anfang der Geschichte irgendwo in Deutschland und gehen dann aber im weiteren Verlauf in ein anderes Land, in eine andere Umgebung, sagen wir mal in einen Wald, wo dann diese Academy of Shapeshifters auch ist. Wie gesagt, die befindet sich nicht mehr in Deutschland, sondern in einem anderen Umfeld irgendwo in einem Wald. Und vom Setting her hat es mir auch echt gut gefallen. Ich mochte die Umschreibungen, ich mochte, wie das alles dargestellt wurde. Und ja, ich bin da auf jeden Fall gespannt, was diese Serie noch für sich bereithält. Denn ich möchte sie auf jeden Fall weiterlesen. Und ich werde mir dann, wenn es immer mal wieder passt, mir zwischendurch immer mal wieder einen Teil kaufen. Das E-Book kostet hier auch nur 99 Cent und das Taschenbuch, glaube ich, 4,99 € oder so. Also es ist wirklich sehr, sehr günstig. Wie gesagt, es sind ja auch nur 80 Seiten. Und ja, ich habe den ersten Teil geschenkt bekommen von der lieben Niki. Danke dir nochmal an dieser Stelle für das coole Buch. War wirklich sehr, sehr süß und hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte auch die Charaktere. Ich mochte Lena wirklich sehr, sehr gern als Protagonistin in diesem Buch. Auch wenn man jetzt zur Charakterentwicklung und allem natürlich nicht viel sagen kann, weil in diesen 80 Seiten passiert natürlich da nicht sehr viel. Der Charakter entwickelt sich jetzt nicht total. Aber es ist erstmal schön zu sehen, wie Lena mit der Situation umgeht. Es gab eine Stelle in dem Buch, wo ich dachte, okay, sie akzeptiert das jetzt einfach so, nimmt das jetzt einfach so hin. Ich hätte es jetzt nicht gemacht, aber gut, sie ist 15 und ich bin jetzt auch schon etwas älter, ne? Also vielleicht liegt es auch daran. Und ja, ansonsten die anderen Charaktere, die Nebencharaktere in der Geschichte, fand ich auch recht gut. Ich mochte Tante Rita total gern und auch die ganzen anderen Charaktere, die in dieser kurzen Geschichte vorkommen, mochte ich auch. Und ich bin auf jeden Fall, was das betrifft, auch auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und wie die Charaktere sich im Laufe der Reihe dann auch noch entwickeln werden. Mein Fazit zu Fuchsrot ist, dass es eine sehr, sehr süße, kurze Jugend-Fantasy-Geschichte ist und ich bin auf jeden Fall auf die Fortsetzung gespannt. Und
wenn ihr sowas mag mit Gestaltenwandern und sowas, dann schaut euch die Reihe auf jeden Fall mal an. Ich mochte sie sehr, sehr gern, auch wie gesagt, wenn es nur diese 80 Seiten waren. Und das ist das Einzigste, was ich hier an Negativität feststellen kann. Ich hätte gern mehr gehabt von der Geschichte. Mir waren halt, wie gesagt, manche Stellen die Sachen etwas zu kurz gehalten, aber ich weiß jetzt nicht, die Autorin wird sich ja schon irgendwas dabei gedacht haben, das Ganze so zu kürzen. Und es gibt, wie gesagt, mehrere Reihen und das entwickelt sich ja alles so weiter. Und ich bleibe da auf jeden Fall dran und werde die nächsten Teile auf jeden Fall auch wieder lesen. Das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier. 1000 Nächte aus Sand und Feuer von Emily K. Johnston. Und ich habe dieses Buch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Und ja, dieses Buch kostet im Handel 16,99 € und ist im CBT Verlag erschienen. Und ich habe mich so auf dieses Buch gefreut, weil ich fand das Cover so schön und der Titel hat mich total angesprochen und auch hinten, was hinten drauf stand, hat sich für mich sehr, sehr interessant angehört und ich dachte mir so, wow, musst du unbedingt lesen, so 1001 Nächte, das magst du so gern. Und ja, leider war es dann wirklich zu viel Erwartungen und zu wenig von allem. Aber erstmal zum Inhalt. In 1000 Nächte aus Sand und Feuer begleiten wir unsere Protagonistin, die leider während der ganzen Geschichte keinen Namen bekommt, deswegen kann ich euch nicht sagen, wie sie heißt. Also wir begleiten Protagonistin X auf ihrer Reise. Sie wächst bei ihren Eltern einem Beduinenvolk auf, was in der Wüste lebt. Und in ihrer Welt gibt es einen bösen Herrscher, und zwar Lo Melkin. Er ist quasi der Einzige, der in diesem Buch auch einen Namen hat. Es gibt noch zwei andere, aber das war es dann auch schon. Auf jeden Fall ist Lo Melkin ein König, der jeden Tag in ein anderes Dorf geht und sich dort eine andere Braut sucht. Und als er dann eines Tages in das Dorf unserer Protagonistin kommt, ist es so, dass sie Angst hat um ihre Schwester. Denn Lo Melkin sucht sich immer das hübscheste Mädchen im ganzen Dorf aus, um dieses halt zu seiner Braut zu machen und diese dann halt umzubringen. Das möchte unsere Protagonistin natürlich verhindern, denn sie liebt ihre Schwester über alles und so ist sie bereit, ihr Leben für das ihrer Schwester zu geben. Und der Trick funktioniert auch und Lo Melkin nimmt sie mit zurück in sein Reich, in sein Schloss und nun begegnen die beiden sich jede Nacht und sie erzählt ihm Geschichten über ihre Vergangenheit und über ihre Schwester, auch wenn ihr das nicht wirklich zusagt. Unsere Protagonistin überlebt das Ganze dann auch über mehrere Tage und je länger sie am Leben bleibt, umso mehr verändert sie sich und so mehr spürt sie, dass in ihr etwas ist, was da vorher nicht war. Und dieser magische Funken, den geht es zu ergründen in dieser Geschichte und was genau jetzt mit unserer Protagonistin und dem bösen König noch passiert. Das ist so das Grobe vom Inhalt her, mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Denn sonst verrate ich euch viel zu viel. Ich muss sagen, von der Handlung her war dieses Buch okay. Es war ein roter Faden da, es hat sich eine Geschichte entwickelt und ja, die Geschichte wurde auch zu Ende erzählt. Allerdings muss ich sagen, dass diese Geschichte einfach mir zu langweilig war. Also mir ist da Action war in diesem Buch gar nicht gegeben. Es war sehr ruhig erzählt alles und wenn sich Spannung aufgebaut hatte, dann nur minimal und die wurde dann auch, diese Situation wurde dann auch gleich wieder aufgelöst. Also man hatte hier jetzt nicht die Möglichkeit, da das Buch sich richtig reinzufinden und mit der Protagonistin mitzufiebern oder auch mit den anderen Charakteren mitzufiebern. Und das fand ich ein bisschen schade. Also wie gesagt, von der Handlung her war es wirklich okay. Was aber für mich hier ein großer, großer Knackpunkt in der Geschichte war, waren die Charaktere. Ich habe absolut keine Bindung oder Beziehung zu irgendeinem von den Charakteren aufbauen können. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass man einfach keine Namen hatte, außer diesen Lo Melkin und noch diese zwei anderen. Aber ich habe null Beziehung zu denen aufgebaut. Also wären die jetzt alle am Ende gestorben oder so, dann wäre es mir jetzt auch egal gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Und das finde ich bei einem Buch immer sehr, sehr schade, weil ich möchte ja mit meinem Protagonisten, um den es sich dreht, auf eine Reise gehen. Ich möchte mit ihm Abenteuer erleben, ich möchte mit ihm mitfiebern, ich möchte mit ihm leiden und alles. Und das war in diesem Buch leider nicht der Fall. Also es ist... Was das betrifft, hat es mich wirklich sehr, sehr enttäuscht. Das Setting hier war wieder mal etwas ganz anderes, weil wir, wie gesagt, begleiten dieses Wüstenvolk, ich sage es einfach mal, diese Beduinen. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich diesen König mit seinem riesigen Schloss und das wird halt alles sehr, sehr orientalisch dargestellt. Von den Umschreibungen her war es völlig in Ordnung, es war völlig okay, ich konnte mir das Ganze gut vorstellen. Aber auch hier hat für mich so das gewisse etwas gefehlt, dass ich sage, wow, das ist jetzt der springende Punkt, das war richtig gut. Also es war alles wirklich sehr, sehr durchschnittlich. Vom Schreibstil her, muss ich sagen, hat die Autorin einen sehr, sehr eigenen Schreibstil. Ich möchte ihn vergleichen mit Ellie Condy. Ellie Condy schreibt ja sehr poetisch. Also so poetisch war das jetzt hier nicht. Es war aber alles, wie gesagt, sehr, sehr ruhig erzählt und besonders erzählt. Also es
vom Schreibstil her war es einfach nicht meins, weil es halt wirklich sehr, naja, es war halt, ich möchte jetzt nicht sagen langweilig, aber es war, wie gesagt, sehr ruhig und sehr gezogen teilweise auch. Und ich denke, dass alle Ellie Conti-Fans, also die, die Ellie Contis Schreibstil bei der Cassia und Kai-Trilogie wirklich gut fanden, ich glaube, die werden in diesem Buch auf ihre Kosten kommen, weil der Schreibstil für die wirklich was sein könnte. Aber wer jetzt so wirklich wie ich auf Action steht und auf krasse Handlungen und auf krasse Plot-Twists und sowas, der ist bei dem Buch definitiv falsch. Also wer jetzt wirklich mehr so Richtung Jennifer Armentrout steht, sollte die Finger von diesem Buch lassen, weil dem wird das Ganze wie mir auch zu langweilig werden. Wie gesagt, ich habe wirklich von dem Buch so viel erwartet und ich habe mich so gefreut auf dieses Buch und ich habe das auch mit der Niki zusammengelesen von Niki Paulas Bücherwelt und wir haben uns beide auf dieses Buch gestürzt, als wir es bekommen haben und haben dann gleich angefangen zu lesen und ja, waren dann aber auch beide, glaube ich, recht enttäuscht von der Geschichte. Also ich glaube, die Niki war da auch jetzt nicht so begeistert von. Ich möchte dieses Buch um Gottes Willen nicht schlecht reden, aber für mich war es halt wirklich nur so ein Durchschnittsbuch. Es hat mich jetzt nicht gefesselt und gepackt, dass ich sage, wow, dieses Buch ist so gut, dieses Buch ist so toll. Nein, das leider nicht. Ich hätte mir da wirklich mehr von versprochen und diese Geschichte hat so viel Potenzial. Man hätte so viel aus dieser Geschichte machen können. Gerade diese Idee dahinter mit diesem magischen Funken, der sich in der Protagonistin entwickelt. Das hat mir so gut gefallen, aber es war wirklich nichts da. Also es hat da einfach an allen Enden und Ecken irgendwie gefehlt. Also sei es jetzt von der Handlung her gewesen, sei es jetzt von der Spannung her gewesen, sei es jetzt vom Schreibstil her gewesen. Es war mir einfach alles zu flach. Also wie gesagt, dieses Buch hatte sehr, sehr viel Potenzial, aber leider war das alles sehr flach gehalten. Und ich muss auch sagen, hinten steht drauf, eine Geschichte aus Tausend und einer Nacht voller Magie und Romantik. Nein. Nein. Nein, nein. Es ist weder romantisch noch voller Magie. Die Magie ist hier so ein Teil, der sich in der Geschichte entwickelt und den man wirklich so erst ab der Hälfte des Buches merkt, diesen magischen Funken. Und Romantik ist hier in diesem Buch für mich überhaupt nicht gegeben. Null. Es ist für mich in diesem Buch absolut keine Romantik drin gewesen. Also nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also jeder interpretiert das ja auch für sich anders und jeder hat ja eine andere Vorstellung von Romantik. Aber ich sage, aber für mich, Romantik sieht anders aus und war hier in dem Fall auch für mich nicht gegeben. Und ich war so enttäuscht von dem Buch. Mann, es hätte so gut werden können. Es hätte einfach so gut werden können. Als Fazit ist zu sagen, es ist eine durchschnittliche Geschichte leider nur geworden, obwohl dieses Buch so viel Potenzial hätte, wirklich viel, viel mehr werden zu können. Und die Franzi hat gesagt, es ist mehr ein Märchen als ein Buch und da stimme ich ihr zu. Also, weil in einem Märchen ist ja doch alles ein bisschen anders nochmal dargestellt und man hat andere Ansprüche an ein Märchen. Und deswegen würde ich da Franzi voll und ganz zustimmen, es ist mehr Märchen als Buch. Und ja, war leider nicht mein Fall, hat mich da leider ein bisschen enttäuscht, aber naja. Kann man nicht okay, ändern. Das dritte und letzte Buch, um das es heute geht, ist dieses hier. Geheimnisvolle Berührung von Nalini Singh. Das war mein Gestaltwandlerbuch jetzt vom Juni. Und es war so gut, Leute. Es war so gut. Das letzte Buch hatte mir ja nicht so gut gefallen, Einsame Spur, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass es ja nur so ein Übergangsteil war. Und die Geschichte, in die es um Einsame Spur ging, mit der Protagonistin Adria, hatte mir ja nicht so gut gefallen, weil ich das Gefühl hatte, sie kam einfach ein bisschen zu kurz und so. Und ja, jetzt habe ich dieses Buch gelesen. Das ist der 12. Band. Und in diesem Buch geht es um Caleb Ratchick. Und oh mein Gott, dieses Buch war so gut. Es hat mir so gut gefallen. Ich mochte die Charaktere, ich mochte das Setting wieder, den Schreibstil und einfach alles. Also dieses Buch war für mich wieder richtig, richtig gut. Es war ein total toller Teil. Und irgendwo stand, dass sich in diesem Buch alles ändern wird und die Welt wird sich komplett verändern und alles wird anders als zuvor. Und ja, es ist definitiv so. Und es ist so gut. Es ist so gut. Ich komme aber erstmal zum Inhalt. In diesem Buch, wie gesagt, geht es um Caleb Ratchick. Caleb ist ein Ratsherr der Medialen und ist so in diesem Führungsregime mit tätig und man hat in den Bänden davor schon erfahren, dass Caleb irgendwen sucht. Also man hat immer mitbekommen, dass er halt auf der Suche nach irgendwem ist, aber wieso, weshalb, warum und in was für einem Zusammenhang das Ganze jetzt nun stand, hat man natürlich nicht mitbekommen und das erfährt man dann aber in diesem Teil. Und denn in diesem Teil findet Caleb die Person, die er jetzt schon so lange gesucht hat und diese Person heißt Sahara Tsuriakis, also sie ist die Cousine von Faith, die wir auch schon aus den ganzen vorherigen Bänden kennen. Und Sahara wurde gefangen genommen und ja, wurde die letzten 7 Jahre gefoltert und Caleb hat sie nun endlich gefunden und möchte ihnen natürlich zurück ins Leben verhelfen und ob das alles so gelingt und was die Vergangenheit der beiden da für eine große Rolle spielt. Das ist das, um was es in diesem Buch geht und natürlich geht es im Hintergrund auch noch um die Rebellion dieser makellosen Medialen, um
um die Änderungen dieser Welt, die vonstatten geht und ob es alle schaffen werden zu überleben oder ob die Millionen sterben werden oder was da jetzt genau alles noch passiert. Es ist sehr, sehr viel krasses Zeug, was hier in diesem Teil passiert und es ändert sich wirklich alles und am Ende gab es eine Szene, wo ich einfach nur dachte so, boah, ist das cool, weil da saßen einfach alle mal an einem Tisch. Und jeder, der dieses Buch kennt und dieses Buch gelesen hat, wird wissen, was ich für eine Szene meine. Und das ist einfach der Punkt für mich gewesen, wo ich dachte, okay, darauf laufen diese ganzen 12 Bücher jetzt hin, auf diesen Punkt. Und das fand ich richtig gut und es hat mir richtig gut gefallen und ich mochte auch das Ende. Und ich bin jetzt gespannt, wie es jetzt nach diesem Buch hier weitergeht, weil wie gesagt, hier ändert sich die ganze Welt und alles ist anders als zuvor. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Die Charaktere, wie gesagt, ich mochte Caleb total gern und ich hatte immer so eine Vermutung, was mit Caleb da noch zusammenhing. Das möchte ich jetzt aber nicht weiter sagen, sonst spoilere ich euch. Und jeder, der aber diese Reihe kennt, wird vielleicht wissen, was ich meine, was meine Vermutung mit Caleb angeht. Niki, du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Ich hatte dich ja dazu gefragt. Und ja, ansonsten mochte ich Sahara auch total gern. Es ist krass gewesen, sie zu beobachten, wie sie sich wirklich entwickelt von einem Menschen, der 7 Jahre lang gefoltert und gequält wurde und die zurück in ihr Leben findet und halt auch versucht, ihren Platz im Leben zu finden und sich halt mit der Vergangenheit auseinandersetzt. Und das mochte ich auch total gern. Und alle anderen waren natürlich auch wieder mit dabei von den ganzen vorigen Bänden. Und die Charaktere mache ich ja auch alle total gerne. Und das Setting ist auch immer noch San Francisco. Ich finde San Francisco als Stadt total cool. Und ich kann echt immer nur schwärmen von dieser Reihe. Also wie gesagt, zum Schreibstil, Setting, Worldbuilding, ganzen Scheiß brauche ich nichts weiter sagen. Das liebe ich sowieso. Charaktere liebe ich. Die Handlung mochte ich. Und es war wieder ein so toller Teil dieser Reihe. Und wie gesagt, ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, im nächsten Teil geht es um den Fall Gerdistin Aiden. Und da freue ich mich dann auch schon drauf, das nächsten Monat zu lesen. Und ja, I like it und love it. Und ich empfehle euch die Reihe immer noch. Und wer hat von euch die Reihe jetzt schon angefangen zu lesen? Ich habe schon ein paar Kommentare gehabt, dass er sich wer hier den ersten Band gekauft hat, ne? Ich möchte dann da auch ein Feedback zu haben, wie euch das gefallen hat. Und ja, ich mochte es, ich liebe es und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das waren die letzten 3 Bücher, die ich jetzt im Juni gelesen habe. Wenn ihr eins von den Büchern kennt und da anderer Meinung seid oder sagt, ja, dieses Buch war so toll, schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall drüber. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.